Das sind aber schon viele. Ob jemand dabei ist, den ich kenne? May Mother stay healthy this year and my... And may my stomach get better, Ryuta. Also er wünscht sich, dass seine Mutter dieses Jahr gesund bleibt und seinem Magen besser geht. Impossible n'est pas français. Ich habe keine Ahnung, ich hatte nie Französisch. Ist das Kunst oder kann das weg? Was wünsche ich mir denn mal? Die Welt mit Gewalt zu erobern, insgeheim die Welt zu regieren oder eine berühmte Künstlerin zu werden. Ich möchte die Welt mit Gewalt erobern. Ich wünsche mir, dass ich jeden Widerstand, der sich gegen mich regt, niederwerfe und mit eiserner Hand über die Welt herrsche. Ein schöner Wunsch. Oh, hallo. Sind Sie das, Tosaka? Herr Nanaki. Sehen Sie sich vor, wenn Sie so spät noch draußen sind. Das kann gefährlich sein für ein Mädchen, wissen Sie? Ich wollte gerade heimgehen. Soll ich Sie nach Hause begleiten? Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr gern. Es ist immer angenehmer, zu zweit nach Hause zu gehen, wenn es dunkel ist. Herr Nanaki legt unterwegs ein Sonderschläfchen ein, aber irgendwann kommen wir doch noch an. Sie wohnen ja sehr rustikal, Tosaka. Ich habe es gern so. Es ist schön, einen Ort zu haben, an dem man sich zurückziehen kann, nicht wahr? Schön allerdings. Er wirkt ein bisschen traurig. Ich habe die Stimmen gerade, glaube ich, voll durcheinander gewürfelt. Herr Professor... Bis morgen dann. Vergessen Sie Ihre Hausaufgaben nicht. Herr Professor, wir hatten keine Hausaufgaben. So geht er davon und das Echo seines Lebewohls klingt irgendwie hohl. Oder bilde ich mir das nur ein? Mein Freund, das nennt sich Echo. Du bist in einer Höhle. Ach, egal. Egal. Heute ist Wahlfachtag. Was machen wir? Wir machen weiter Musik, würde ich sagen. Ich spam den Charisma. Heute soll ich die Pauke schlagen. Na, nachdem du die Becken schon gespielt hast, sollte die Pauke auch nicht so schwer sein. Letztes Mal war es der Gong. Ach so. Was soll ich hier sein? Der Musikgorilla. Leere Textbox. Hyoka ist aufgestiegen. Charisma erhöht sich um 5. Und ich trinke nochmal ganz kurz einen Schluck. Denn einige Stimmen hier gehen sehr auf die Stimme. Der Satz war absolut richtig, wie ich ihn gerade so gesagt habe. Er hat sich nur seltsam angehört. Heute bekommen wir die Ergebnisse der Abschlussprüfung. Ich weiß nicht, ob ich so gut abgeschnitten habe. Tosaka? Ja? Ich glaube, Sie waren gar nicht schlecht. Ja? Sie? Ach, vergessen Sie es. Ich war schon wieder schlecht. Nein! Strengen Sie sich nächstes Mal mehr an, okay? Ich habe Herrn Nanaki enttäuscht. Von jetzt an muss ich mehr Wie soll ich denn noch mehr büffeln? Ich habe Mathematik gelernt. Und Musik. Viel Musik. Heute ist der letzte Tag. Schon ein Trimester vorbei. Manchmal kam es mir kurz vor, manchmal unheimlich lang. Aber wie auch immer, jetzt ist Sommer. Ich glaube, Sakuya sagte etwas davon, dass ich ihm helfen solle, den Sitzungsraum des Schülerrats aufzuräumen, bevor ich nach Hause gehe. Er ist immer sauer, wenn ich ihn warten lasse. Also sollte ich mich beeilen. Du kommst zu spät. Ich bin so schnell hergekommen, wie ich konnte. Tut mir leid, Sakuya. Lass uns mit dem Saubermachen anfangen. Nun gut. Zuerst verschiebst du die Regale und den Sessel darunter. Es ist staubig. Okay. Als nächstes der Schrank dran. Sortiere die Akte nach Datum. Okay. Und dann der Boden. Poliere ihn mindestens 3-mal. Und die Fenster... Moment mal. Sagst du mir gerade, ich soll das alles alleine machen? Wer ist denn sonst noch hier? Du Pfeife. Vielleicht sollte ich mich mal wehren. Du hilfst gefälligst mit, definitiv. Sakuya, ich bin stellvertretende Schülersprecherin, nicht die Putzfrau. Ist das so, ja? Mein Job ist es, dir zu helfen. Du solltest vielleicht die Führungsrolle übernehmen beim Saubermachen. Darum gebe ich dir ja die ganzen Anweisungen. Nein, meine Güte, das meine ich doch gar nicht. Ich kriege gerade übrigens einen Anruf. Ich kann gerade nicht, Frau Mutter, die mich versucht zu erreichen. Hier, nimm den Mob und arbeite. Was? Du weißt doch, wie man sowas benutzt, oder? Dann leg los.
Erzähl mir jetzt nicht, du hast noch nie... Natürlich nicht. Mit dem goldenen Hirsekorn im Schnabel geschlüpft. Ah, unfassbar. So sind tatsächlich leider echt viele Menschen, die reich geboren sind. Dennoch hilft Sakuya mir widerstrebend beim Saubermachen. Ich habe erwartet, er würde noch eine Weile rumjammern, aber anscheinend kann er ganz gut gehorchen. Naja, je schneller wir fertig werden, desto früher können wir heimgehen. Über die Sommerferien kann man leicht außer Übung kommen und dick und faul werden. Im Körper einer Jägerin und Sammlerin drückt sich ihre Lebensweise aus. Also sollte ich vielleicht mal laufen. Yay! Sport! Freiwillig! Bist du denn krank, Kind? Was ist das? Ah, das hat gut getan. So beginnt eine wahre Läuferin ihre Ferien. Ich frage mich, wie weit ich gelaufen bin. Wenn das läuferische Hochgefühl einsetzt, verliere ich aber den Überblick, wohin ich laufe. Wo bin ich? Irgendwo muss ich von meiner üblichen Laufstrecke abgekommen sein. Aus welcher Richtung bin ich gekommen? Lass mich jetzt nicht im Stich, mein steinzeitlicher Orientierungssinn. Die Sonne geht unter, ich möchte lieber nicht im Freien schlafen. Hey, du! Hä? Ich kenne dich nicht. Wo bist du hergekommen? Ein weiblicher Reisfink steht neben mir und starrt mir ins Gesicht. Und er hat ein sehr cooles Theme. Ihren Flügeln hat sie auf einen Motorroller gestützt. Er sieht ziemlich altmodisch aus. Wie süß. Ich spüre einen seltsamen Druck. Ich kann auf Anhieb sagen, dass dieser Reisfink nicht einfach irgendjemand ist. Ich bin aus St. Pigeonation. Ich war am Laufen und habe mich verirrt. Du bist den ganzen Weg von dort aus nach hier gelaufen? Du musst gut sein. Von hier aus ist das eine zweistündige Fahrt. Was? Ich schätze, darum tun mir die Beine so weh. Ich weiß nicht, ob ich noch in der Lage bin, nach Hause zu laufen. Mir gefällt deine Art. Wer so entschlossen ist, hat es verdient, nach Hause gefahren zu werden. Komm. Die etwas bedrohliche Reisfinkfrau deutet auf ihren Roller. Er ist ein bisschen klein, aber wir sollten beide drauf passen, denke ich. Danke, darf ich dich nach deinem Namen fragen? Koshiba Asami. Ich verkaufe Takoyaki. Nenn mich Asami. Vielen Dank, Asami. Oh, das Theme ist vorbei. Es ist schade, aber gut für die Ohren. Du bist eine sehr vorsichtige Fahrerin. Ritz dir es in die Seele, Kleines. Ein Unfall würde genügen, um unser beider Leben zu beenden. Einem jungen Mädchen wie du kommt es vielleicht sonderbar vor, aber wenn du erst jemanden verloren hast, wirst du es verstehen. Ihr Blick schweift weit in die Ferne. Ich bin nicht sicher, wovon sie da redet, aber wenn sie mit diesem Tempo fährt, käme ich schneller nach Hause, indem ich gehe. Meinst du, wir werden bis Tagesanbruch da sein? Ritz dir es in die Seele ein, das Tempolimit für Roller beträgt 30 Kilometer pro Stunde. Aber so schnell fahren wir nicht mal. Mich an die Verkehrsregeln zu halten, ist Teil meines Credos. Ist es nicht auch verboten, zu zweit auf einem Roller zu fahren? Diese Regel gilt für Menschen. Vögel sind leicht, die Bremsen werden mit ein oder zwei mehr also nicht versagen. Das ist schon in Ordnung so. Aber ich bin kein Vogel. Und so zuckeln wir mit Asamis hypervorsichtigem Tempo dahin. Als wir zu Hause ankommen, ist es fast Zeit zum Schlafen gehen. Es ist immer noch lange hin, bis das Trimester anfängt und ich habe immer noch viele Hausaufgaben. Vielleicht sollte ich mir einen Teilzeitjob besorgen, jetzt wo ich Zeit habe. Ich werde mir einen Job suchen, das Ganze vergessen. Also sagen wir es so, ein bisschen Geld schadet nie, allerdings lieber nicht, weil sonst haben wir vielleicht am Schluss keine Zeit für die Hausaufgaben. Ich glaube, ich warte, bis ich auf der Uni bin. Dann kann ich Vorlesungen schwänzen, um arbeiten zu gehen. Sie hat so unfassbar recht. Schüler sollten lieber abhängen und Spaß haben. Ich habe dir die Zeit freigelassen, damit du Hausaufgaben machen kannst. Ja! Heute ist hier im Otter Sommerfest. Ich glaube, ich werde da mit jemandem hingehen. Mal sehen, wen lade ich denn ein? Riki-san, Kasuaki.
komm, wir laden Ryuta ein, weil wir sind ja schon ewig befreundet und so. Und das ist ja deswegen und so. Danke, dass du mich eingeladen hast, Hisoko. Dann lass uns mal gehen. So viele Stände. Wie soll man sich da denn entscheiden? Benutz deine Instinkte als Jägerin und Sammlerin, Hiyoko. Such uns was zu essen. Ich bezahle. Was? Das ist nicht fair. Ich hab dich eingeladen. Ich bezahle. Abgemacht. Yakitori klingt doch gut. Hä? Und so verbringe ich einen schönen Abend mit Ryuta. Vielleicht gehen wir ja nächstes Jahr wieder hin. Ich freue mich schon auf mehr Yakitori. Was ist Yakitori? Ich hab keine Ahnung. Ah, ich wusste, ich hätte aufstehen sollen, als ich vorhin aufgewacht bin. Jetzt habe ich verschlafen und heute fängt doch die Schule an, oder? Ich komme zu spät. Schon wieder zum ersten Schultag. Mensch, ich sehe ein sich wiederholendes Muster. Oh, hallo Tosaka. Herr Nanaki, es tut mir leid, ich habe verschlafen. Verschlafen? Ah, meine Hausaufgaben. Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben mitzubringen. Sind Sie Ihrer Zeit nicht ein bisschen voraus, Tosaka? Hä? Was sagt er Ihnen die Zahl in der linken oberen Ecke? Wow, er hat die vierte Wand durchbrochen. 30.8. Oh, Sie sind ein bisschen früh dran. Ah! Aber dass Sie schon hier sind, könnten Sie mir ein wenig behilflich sein, Tosaka? Ihnen behilflich sein? Ich wollte gerade anfangen, die Prüfungsarbeiten der neuen Schüler zu korrigieren. Dabei könnten Sie mir helfen, wenn Sie nichts anderes vorhaben. Ihnen stehen im September natürlich Selbstprüfungen bevor, falls Sie also in der Bibliothek lernen möchten. Ich möchte tatsächlich lieber in der Bibliothek lernen. Die Bibliothek sollte jetzt geöffnet sein. Ich glaube, ich gehe lernen. Es tut mir daher leid, Herr Nanaki, aber ich weiß nicht, ob ich gut genug vorbereitet bin. Ich möchte lieber lernen, wenn das okay ist. Aber natürlich seien Sie fleißig, ja? Da wir die letzten zwei Prüfungen schon verkackt haben. In die Bibliothek lernen schon einige Schüler, die meisten davon wohl aus dem dritten Schuljahr. Wahrscheinlich haben sie sich schon alle für ihre Unis oder Berufe entschieden. Ob ich nächstes Jahr zu dieser Zeit wohl auch genauso hektisch sein werde? Hä? Nagiki ist auch hier. Er lernt in einem Regal. Er lehnt an einem Regal weit hinten in der Ecke. Nagiki! Hiyoko, brauchst du etwas? Warum stehst du da hinten? Es gibt doch genug freie Plätze. Du solltest dich setzen. Es macht mir nichts auszustehen. Du siehst aber aus, als würdest dir was ausmachen. Bist du nicht gern in der Nähe von anderen Vögeln? Ist es das? Oh ja, ein Gefühl, das ich kenne. Also, nicht in der Nähe von Vögeln, aber in der Gefühl von in der Nähe von anderen Personen. Ich hasse Menschen. Er nickt. Sie werden mich sowieso ignorieren. Ob ich zu ihnen gehe oder nicht? Nagiki. Wirst du gemobbt? Er verstummt. Wenn irgendwo das etwas nicht in Ordnung ist, möchte ich gerne helfen. Guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß in den Sommerferien. Gurn, Okasan hat immer viel Spaß. Ja, ja. Was genau ist das eigentlich? Spaß. Wenn der Sommer erst mal vorbei ist, vergeht die Zeit immer schneller. Versuchen Sie, sich zu konzentrieren. Konzentrieren Sie sich, Professor. Zweites Trimester. Das ist ein schöner Pfau auf dem Bild. Und wir starten ins zweite Trimester. Huch, ist das da ein... Ein Schülerausweis? Wem gehört der denn? Jemand aus der 2-2? Den Namen kenne ich aber nicht. Sollte ich mal in deren Klasse gehen, aber vielleicht sind sie auch schon alle nach Hause gegangen. Naja, irgendein Lehrer tut's auch, stimmt's? Herr Nanaki! Herr Nanaki! Oh, hallo Tosaka. Haben Sie vergessen, Ihre Hausaufgaben abzugeben? Ich habe einen Schülerausweis gefunden, Herr Nanaki. Gehört wohl jemandem aus der 2-2. Ich dachte, ich sollte ihn herbringen. Es gibt keine 2-2. Oh, danke, Tosaka. Ich kümmere mich darum. Komisch. Was gibt es?
Nichts, nur Sie haben den Hulti gefunden, richtig, Tosaka? Ja, direkt da draußen im Flur. Dieser Schüler ist seit Mitte Juni abwesend. Sehr merkwürdig. Lag der Ausweis den ganzen Sommer hier rum und kein Schnabel hat ihn bemerkt? Dafür ist er aber sehr sauber. Ah, das sind wieder meine Gedanken, sorry. Müsst ihr denn nicht wenigstens staubig sein? Egal, ich kümmere mich darum. Vielen Dank, Tosaka. Gruselig. Heute ist Wahlfachtag. Was machen wir? Wir machen Mathematik. Für das Wissen. Ich hatte darauf gehofft, dass es an einem Wahlfachtag etwas interessanter wird, aber es ist öde. Ich komme nur gerade so mit, obwohl Herr Nanaki alles ausführlich erklärt. Und für dich ist das alles leicht, Sakuya? Wow. Versuchst du dich bei mir einzuschmeicheln? Aber er sieht glücklich aus. Hyuka ist aufgestiegen, Wissen erhöht um 5. Und damit sind wir bei 11. Ich weiß nur nicht, wie viel Essen wir brauchen. Ja, wie viel Essen. Oh, Essen. Jetzt was zu essen. Wie viel Wissen wir brauchen am Schluss für die Abschlussprüfung. Das war ein produktiver Tag. Zeit nach Hause zu gehen und sich Ausschweifungen und Faulheit hinzugeben. Hey, Hyoko! Ryuta, was gibt's? Sollen wir zusammen nach Hause gehen? Es sei denn, du wolltest gerade woanders hin. Ich komme liebend gern mit. Natürlich. Die Sonne geht schon unter, ich schätze, es ist Herbst geworden. Die eleganteste der Jahreszeiten. Hey, schau mal, eine Schwalbe. Der eleganteste aller Vögel. Oh, da ist ihr Nest. Eigentlich sollten sie zu Beginn des Sommers mit der Aufzucht der Jungen fertig sein. Ich schätze, inzwischen verändern sich alle Vögel. Scheint so, die Jungen sind noch sehr klein. Das erinnert mich an etwas, das vor sehr langer Zeit passiert ist. Mich auch. Vielen Dank, Hyoko. Als ich kleiner war, habe ich den frierenden Ryuta auf dem Boden gefunden. Er war aus dem Nest seiner Mutter gefallen. Tauben brüten das ganze Jahr über. Kein Wunder, dass sie überall sind. So haben wir uns kennengelernt, stimmt's? Als ich dich im Dreck herumflattern sah und dich in dein Nest zurückgebracht habe. Das ist gemein! Wenn ich darüber nachdenke, wäre ich damals nicht vorbeigekommen, wärst du gestorben. Obwohl du immer noch nicht der gesündeste Vogel bist. Ja, danke, Hyoko. Hättest du mich nicht gefunden, wäre ich jetzt nicht hier. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. Seitdem liebe ich deine Güte und deine Baumkletter-Affengene. Und du bist immer noch die gleiche wie damals. Änder dich nie, okay? Hehe.